Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge BDO. Moin. Wir haben beschlossen, heute auf jeden Fall noch eine Folge aufzuzeichnen, werden aber nur noch eine halbe Stunde machen und werden uns heute mal dem Equip Farming widmen, beziehungsweise so dem ersten, was man sozusagen nach in Media macht. Also wir reiten jetzt gerade zu Helms Posten und dem Elric Schrein und werden da mal gucken, wie es da so ist. Und vielleicht könnt ihr mir mal in den Comments schreiben, warum denn hier der Nebel nicht weggeht auf meiner Karte. Das ist ziemlich nervig. Huch. Sagt mir keiner, dass ich hier festhänge. Genau, also das Azula-Set wollen wir hier farmen. So, dann nehmen wir hier einfach noch die Quest mit an. Kann ja nicht schaden. Und dann geht's auch schon los. Nein. Bin schon wieder auf mein Pferd, ob ich... Na Mensch, 120 AP und 170 DP Hauskind, das ist ja ganz schön schlecht. Da sind wir ja inzwischen fast dran. Meine DP sind ja höher als deine. Was ist da los? Hier sollten wir vielleicht schon langsam aufpassen, wenn wir den Leuten zu sehr auf den Sack gehen, dass dann plötzlich hier PvP angeht. Also einfach alle niedermetzeln. Vielleicht sollten wir auch nicht uns direkt in den Farmspot von anderen stellen. Ja, das Problem ist, hier ist eigentlich schon Rotationslauf angesagt. Also das heißt immer im Kreis. Ja, du warst ja nur gestern nicht dabei. Wir haben gestern unsere Upgrade-Session aufgenommen. Ja, Tatsache ist Ace auch online gewesen und der hat uns dabei halt auch nochmal so ein bisschen unterstützt. Nee, kenne ich nicht. Und deswegen sind wir jetzt so ein bisschen für Media im Grunde bereit. Ja, aber wie gesagt, das Farming hat ja jetzt eigentlich auch erst richtig begonnen. Jupp, mach das mal bitte. Kannst du mal herkommen? Kann ich, wo ist denn? Ja, komm mal. Ist das, was du vorhin meintest? Nee. Der hat ihm gerade. Der blockt ja ständig. Hm. Kann ich den Blocken irgendwie mit Präzision mehr? Weiß ich nicht, am besten durchwaschen und von hinten angreifen, oder? Sich irgendwie so einigen gilt. War das ein Elite-Mob? Nee, oder? War doch nur der Schildträger. Also. Ultimativer Grunielhelm, plus 15, Rüstung der entfesselten Magie, Azula, blutroter Ring, Ring des Halbmondmächters, ultimative Grunielhandschuhe, plus 15.
Mon, Siegel des vorzeitigen Wächters. Die ultimative Lederarmschienen. Plus 12 Liberto. Vorzeitlicher Waffenkern. Ultimative Grunierschuhe plus 15. Blauwalzahn und den Toon Great Ohrring. Ich weiß nicht, den habe ich irgendwann mal gedroppt, also damals aber schon mit Main Main. Also ich weiß nicht, war irgendein Event oder was auch immer. Oder warte mal, nee, es muss irgendwie so ein Daily Login-Belohnung, so eine Loyalitätsbelohnung war das, glaube ich, noch. Damals. Nee, 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 nee. Überhaupt nicht. Also ich komme mit dem Obsidian, ich glaube. Wieso? Siehst du noch gut aus? Ich krieg's aber nicht da unten halt. Nee, das müssen wir ja zusammen hier. Ja. Ja, nicht in der Sache. Ich würde aber gerne mal hier so einen Golem versuchen. Gucken, wo die waren, ey. Ja, Hopse hat ein neues Headset. Ich habe ihn schon auf Maximum gedreht und er seine Sachen auch, aber wie gesagt, von der Lautstärke her geht's leider nicht anders im Moment. Ich stelle es nicht so leise. Naja, also ich glaube, mit den Nebengeräuschen geht vielleicht das eine oder andere Wort runter. Okay. Dann werde ich mich mal bemühen, dass sie lauter sind. Genau, deine Nachbarn müssen auch was davon haben. Im Stream hört man ihn gar nicht, nur ein Brummen im Hintergrund, du alter Bär, du. Aber ich kann die nicht lauter machen. Mich höchstens leiser machen. Hopsa hat Windows 10.
Warst du das? Hast du hier gerade so ein Feuerball geworfen? So, wo waren denn jetzt hier diese Golems? Hier ist was auch gestanden. Wo sind hier? Nee, 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 ja, das war. Genau. Ich dachte, weg. Die werden gleich PvP. Na, hoffentlich. Na ja, noch ein bisschen Aktion. Mann, die Mobs machen mich hier schon platt. Doppelachskrieger. Müssen wir hier hoch hier? Ich hoffte, hatte, dass mir wieder einfällt, wo die waren, aber. Ja. Ich will mal schon irgendwann finden. Doppel. Oder die uns. Warte mal hier, glaube ich, oder? Quatsch, kann ja nicht sein. Wenn wir da noch nicht waren, dann hat die da noch keinen abgefarmt. Dito. Golem Dungeon? Wo ist der? Nee, lass mal. Quest ist fertig. Also. Ja, gut, aber wir wollten ja eh farmen. Aber gut, wir können die Quest doch erstmal abgeben, wenn du willst. Ich komme wieder eine Vögelquest. Ja, du kleiner Klugscheißer. Ich dachte, du wolltest mir einen Link schicken. Ja, Hauskind.
Naja, da uns ja eh noch alles fehlt, ist es ja eigentlich egal, wo wir farmen. Und wie gesagt, wann wir die Golems sehen, treffen, wie auch immer, ist ja auch egal. Irgendwann. Du weißt doch, wir haben es nicht so eilig. Tatsache, irgendwelche Wiederholungsquests. So, was hier rein meinst du oder was? Du meinst da den großen Eingang, oder nicht? Ja, hier mal gleich mal gucken. Komm, Hopse, lass uns mal hier in den Tunnel rennen. Die sind bei mir schon tief. Ah ja.
Naja, denn. Pack Mehr aus deinen nicht. Skill. Doch. Spannend. Süße. Kaum Leben verloren. Alarm, wo denn? Weiß ich nicht. Ich bin froh, dass er vorbei war. Roman? Wer hat was? Umgeworfen. Mach Kindes. Erinnert mich so ein bisschen an Rappels. Du kannst die nächsten pullen. Hier mal shippen. Dafür bin ich hier irgendwie zu wenig Tank. Was? Warst du noch nie Tank? Warum man so getan hat. Das stimmt. Und das sehr gut so, ja. Ah, da ist ein Golem. Den meine ich. Oh oh. Was soll denn das heißen, ey? Wir sind ja gut. Na also, hier siehste. Prozent, der ist down. Warum sind die Golems? Ich
Ihr vergesst immer, dass ihr mit Vollnoobs zu tun habt. Wir haben keine Ahnung, was wir hier machen, aber es wirkt. Ja, na klar, verarschen wolltest du uns. Nicht zugetraut hast du uns. Meine Frage, droppen die eigentlich irgendwas Spannendes? Weil so richtig. Bei mir nicht. Irgendwie auch nicht. Oh, kann mal Azulas Blutohrring, Blutohrring. Na, siehst du, also doch. Ich habe ein verbotenes Buch. Gut, wieder an die Oberfläche. Ja, das liegt ja nur schwer, wenn man hier hingeht. Das ist ja kein Farm. Nicht. Aber es macht wenigstens mal Spaß. Epische Kämpfe, verstehst? Ja, Nicht ist hier aber dieses. total unpraktisch, wenn wir eigentlich noch an Equip farmen, sind epische Kämpfe. Weil eigentlich farmen müssen. Recht hat er wahrscheinlich. Ja, aber droppen nur die Golems die Ohrringe? Und die normalen nicht, oder was? Gut, bedeutet also, eigentlich müssten wir Golems farmen. Nur die droppen das Asuna-Zeug. Naja, auf jeden Fall öfter als die anderen wohl. Gut. Wir sind jetzt hier raus. Dem Weg folgend. Ich weiß nicht. Also mir wird ein. Ja.
denn der Weg? Wohin denn? Welchen Weg? Na, also ich habe hier Wegpunkt angezeigt, weil ich noch irgendwo draußen einen Wegpunkt habe. Aber, wie ich feststelle, komme ich woanders raus, als wo ich reingelaufen bin. Ja, witzig, hahaha, lach ruhig. Die Frage ist ja auch, wo führt er mich hin? Alter. Was ist das denn? Das ist eine sehr gute Frage. Ach, da unten. Guck mal, wie popel einfach die hier draußen umfallen. Ja, jetzt. Das macht doch überhaupt ja keinen Spaß. Wo bleibt denn da die Action, die Dramatik? So, wir brauchen hier noch zerstört die Mine des Helmstoffs. Wartet. Haben wir, oder? Was sagst du? Jo. Haben wir. Sehr gut. Na seht ihr, Leute, mit riesen Schritten nähern wir uns Level 53. Aber wie angekündigt, für heute soll hier mit BDO auf jeden Fall Schluss sein. Wir haben sozusagen unsere erste Farming-Erfahrung hier im Helms-Posten hinter uns gebracht, haben die ersten Golems geschlachtet. Danke, Hauskind, nochmal für die wertvollen Tipps. Und bei uns geht's gleich weiter mit Far Cry 5. Also, wenn ihr Interesse habt, bleibt dran. Tschüss.